Zusammen. So, um das Werkzeug zum Erklimmen von Burg Caneda zu bekommen, muss ich, glaube ich, vorher die Strohhutdrohnen rekrutieren. Ist ein kleines Stück weiter weg. Kilometer, aber da werde ich zusehen, dass ich da möglichst zügig hinkomme. Dann habe ich mir eine neue Technik. Einen Punkt hatte ich ja noch. Taifunstritte hier. Stoßen deinen Gegner weiter zurück und fügen zusätzlichen Taumelschaden zu. Und dann kann ich dir auch mal eine Klippe runtertreten hier. Habe ich auf jeden Fall Bock drauf. So, dann würde ich mal sagen, gar nicht lang fackeln. Auf geht's. Mal gucken. Ja, okay. Ich wollte gerade schauen, ob ich zerquetscht werde, wenn er sich da reinziehen lässt. Hierher! Ich muss in diese Richtung. Ach, guck mal. Das war ein sehr, sehr kurzer Ritt. Hier oben liegt direkt noch was. Was will denn der Vogel schon wieder? Danke. Wo sind die denn hier? Das ist, glaube ich, dieses Lager. Naja, egal. Okay, hab mir auch nicht mehr so viele Pfeile, sonst hätte ich da noch mal einen angezündet von den Jungs. Fuchsbau! Na, kleiner. Sehr schön, dann brauche ich noch zwei. So, leicht rechts halten und dann weiterlaufen. Okay, hier geht es zum Glück runter. So, mal gucken, ob der Vogel hier irgendwie was anderes zeigen möchte.
Ja, witzig, ey. Du hast Flügel, ich nicht. So, da geht's runter. Fischerdorf Ohama. So, der Vogel, der führt mich anscheinend auch irgendwie zum nächsten Ziel. Oder, ach nee, guck mal hier. Zuzu Haiku. Noch ein Gedicht schreiben. Nehmen wir gerne mit. Tod sinnieren. Sorge dämpft Wachstum. Nie endender Fluss. Die kalte Erde unten. Gedeint und frei. Dienen aus Trümmern, das nehme ich wahr. Nie endender Fluss. Die kalte Erde unten. Gedeihen aus Trümmern. Stirnband des Todes. Also bei dem Namen, da muss ich echt mal überlegen, ob ich meinen Strohhut einmal eintausche. Oh ja. Ich wollte gerade sagen, da sind noch Leute im Wasser, aber die scheinen friedlich zu sein. Groß ist denn das hier? Fischerdorf Ohama. Ja, hier gehe ich jetzt nicht so intensiv auf die Suche wie eben in der Stadt. Ich laufe ja mal grob lang. Was ich finde, finde ich und was nicht, das nicht. Bomben sind voll da unten, hier auch. Oha, hat er noch geschafft? Ich dachte, ich klatsche da gegen die Felswand. Ah, nein. Die Idee finde ich sehr, sehr cool. Bietet strategisch auf jeden Fall Vorteile. Okay, es sind noch 90 Meter. Reise zur Küste. Habe ich
noch bekommen, gut. Ich möchte mal was gucken, wenn er im Wasser ist. Na, guck mal, mit R3 kann man so ein bisschen tauchen. Das Kishi-Grasland. In der Gegend wurden Strohhut-Söldner gesehen. Da vorne brennt's. Da steht einer. Nee, doch nicht. Ein Mongolen-Konvoi. Ein Hinterhalt. Könnten die Strohhüte gewesen sein. Hier fing der Angriff an. Aber es waren sicher mehr Mongolen. Blut im Gras. Da vorne sind noch mehr Leichen. Oh, da krabbelt noch einer. Er wollte vor den Angreifern fliehen. Ja, danke für den Fokuspunkt. Jin Sakai. Ryozo. Siehst aus wie eine Vogelscheuche. Du sahst auch schon besser aus. Gibst du mir meinen Hut? Bist du jetzt ein Söldner? Ich bin Berufskrieger. Kannst du mir helfen? Ich suche euren Anführer. Er starb in Komoda. Du warst auch dort. Hab viele Freunde verloren. Wie wir alle. Wir können sie rächen, wenn wir kooperieren. Reite mit mir, Fürst Shimura. Er lebt noch? Die Strohhüte sind geschwächt, leiden Hunger. Sie werden ihr Leben nicht für einen Mann riskieren. Auch nicht gegen Bezahlung? Sobald unsere Heimat frei ist, bezahlt Fürst Shimura dich. Was du verlangst. Meine Männer sind vielleicht interessiert. Deine Männer? Ich sorge für sie. Jemand muss wohl. Sind wir uns einig? Ich denk drüber nach. Weiche nicht zurück. Das tue ich nie. Das hier ist für Komoda. Töte sie alle! Uns nicht umzingeln! Wow! Da haben wir mal einen Schubser mitbekommen. Okay, ihr Schweine. Ja.
muss mir kurz mal die Bogen spitze schärfen. Komm ran, Kollege. Besser als früher. Und dir ist endlich ein Bart gewachsen. Hast du dir mein Angebot überlegt? Die Strohhüte können deinen Onkel nicht retten. Wir haben Glück, wenn wir die Woche überleben. So schlimm ist es. Wir verhungern. Ich war auf der Jagd nach was Essbarem und kehre mit leeren Händen zurück. Doch nicht allein. Bring mich in dein Lager. Unterwegs überlegen wir uns etwas. Wie in alten Zeiten. Anstatt was zu essen mitzubringen, ein weiteres hungriges Maul. Willst du laufen? Pferd? Na, du nerv doch mal nicht hier. Ich will noch mal meinen Kram hier einsammeln, auffüllen. So, ich denke, deine Leute haben Hunger und lässt die Vorräte hier liegen. Los, komm! Wann haben wir uns zum letzten Mal gesehen? Vor 2 Sommern, bei Fürst Nagaos Turnier. Ich habe nach dem Turnier nach dir gesucht. Die Strohhüte sahen unser Duell. Sie brauchten ein neues Schwert. Das klang reizvoll. Ich wusste nicht, dass du in Komoda warst. Du warst mit den anderen Samurai-Fürsten beschäftigt. Ich habe mit meinen Männern getrunken. Das hätte ich vor dieser Schlacht auch gebraucht. Ja, bestimmt. Oh, da liegt doch ein bisschen was. Ja, vielleicht muss man jetzt ja Rehe jagen oder so. Ich habe ja vorhin mal 2 erschossen. Und aber kein Fleisch oder sowas bekommen, aber vielleicht muss man jetzt ja schnell, Kage! Für ihn jagen gehen. Noch ein Karren. Vielleicht ist was Brauchbares drauf. Ist leer. Samurai! Samurai! War das euer Fuhrwerk? Ja, mein Herr. Mongolen raubten mein Pferd und meinen Reis. Und da habt ihr noch Glück gehabt. Wo sind die Mongolen hin? Richtung vor Ohira. Verdammt. Sucht Zuflucht im Goldenen Tempel. Warnt alle vor diesen Straßen. Ja, mein Herr. Ziehen wir weiter. Mein Lager ist nicht weit. Höher! Ich habe das vorhin ernst gemeint. Hilf mir, Fürst Shimura zu befreien. Und er gewährt dir alles, was er kann. Und was kann er mir denn gewähren? Nenn deinen Preis. Lebenslang Gratissacke. Ist das alles? Ein Ort zum Trinken. Groß genug für all meine Männer. Ich mein's ernst, Ryoso. Ich weiß, dass du mehr sein willst als nur Söldner. Es ist da zusammenzuhalten. Wie hast du das geschafft? Ich habe ihnen klargemacht, dass wir uns nur selbst retten können. Das ist wahr. Das dachte ich auch immer. Aber langsam kommt es mir wie eine Lüge vor. Wie viele Männer hast du? Nur halb so viele wie am Anfang. Aber wir sind noch immer eine kleine Armee. Warum? Der Bauer sagte, die Mongolen wollten mit seinem Reis nach Fort Ohira. Du glaubst, sie horten dort Essen? Möglicherweise. Hast du eine Idee? Mir kommt gerade eine. Okay, wenn wir hier nach rechts reiten, dann los jetzt, Kage. Hole ich mir kurz den, hups, den Bambus hier hinten. Oder die Blume. Hier.
Okay, ich kann gerade nicht schneller. Oder? Ja, doch. Ihm hat er irgendwie abgebremst. Ja, schneller geht nicht. Wer ist da? Schon gut, Shinzo. Ich bin's. Er ist hier! Ryuzo ist zurück! Höchste Zeit. Ich sehe gar kein Essen. Wer ist der Samurai? Männer, das ist mein alter Freund, Fürst Sakai. Ryuzo hat mir erzählt, ihr hungert. Ich will euch helfen. Es gibt kein Essen? Wir haben einen Plan. Wir überfallen vor Ohira und holen uns unsere Nahrung von den Mongolen zurück. Ein Vorüberfallen? Die töten uns! Einen kleinen Moment. Komm mit mir, Jin. Wir hätten deine Idee besprechen müssen, ehe wir es den Männern sagen. Ich wollte ihnen Hoffnung geben. Das ist meine Aufgabe. Ich wollte nicht respektlos sein. Schon gut. Wo sind wir denn hier überhaupt? Okay. Da hätte ich schon eigentlich ja fast finden können, als ich hier auf dem Weg war. Na egal. Hier durch, Jin. Wenn du mit den Strohhüten reitest, musst du auch dann raussehen. Ich habe noch eine Rüstung, die passen müsste. Wehe, sie ist verlaust. Das wirst du mir noch ewig vorhalten, oder? Die Rüstung ist in der Truhe. Du siehst nicht so gut aus wie ich, aber nicht übel. Wir sollten das vorüberprüfen. Auf Schwachstellen. Meine Männer werden das übernehmen. Dann sind wir uns einig. Hol uns das Essen aus Fort Ohira. Und wir retten deinen Onkel vor den Mongolen. Danke, Ryuzo. Aber vergiss nicht, wer der Anführer der Strohhüte ist. Das würde ich dir niemals nehmen wollen, mein Freund. Gib uns Vorsprung. Wir treffen dich beim alten Friedhof. Bis dahin. Blut im Gras. Und einen Technikpunkt verdient. Ja, um die neue Kampfhaltung auszuprobieren, kam ich gerade irgendwie nicht ganz zu. Ronin-Kleidung. Von denen getragen, die durch Schwert und Bogen leben und sterben. Na, wie passend. Er hat zwar schon bessere Tage gesehen, aber auch so einiges erlebt. Gucken wir uns mal an, ob das irgendwelche Boni hat. Oh. Verringert die Geschwindigkeit, mit der mich Gegner bemerken, um 10%. 15% mehr Nahkampfschaden. Nach dem geduckten Verlassen von Pampasgras entdecken Gegner dich wesentlich langsamer. Das klingt gut. Ja. Alles klar. Würde ich sagen, machen wir auch direkt damit weiter. Geschichte von Ryuzo. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Viel Spaß weiterhin. Wir rücken aus. Und ciao.